Jo Leute, willkommen zu der Folge von FIFA 19 und es geht los mit den darin Folge hier. Wie sieht es für ein Spiel aus? Was spielen wir heute? Ich habe leider vergessen, eine Folge zu machen, tut mir leid. Aber ich würde sagen, wir spielen einfach mal das Pokalspiel hier gegen Kiel. Der Rest wird einfach mal simuliert. Und deswegen geht es einfach mal los. Simulation gegen Fürth. Mal gucken, was wir reißen können. Wir sind 2 zu 0. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Neues Training für Sancho und Richter. Geil, aber ich mit der 74 Sancho mit der 79. Ja, ist schon echt geil. Mega krass. So. Nächste Woche ab nach Regensburg. Wie Richter möchte spielen. Und das ist 74. Ist auch nicht besser als die anderen Herrschaften hier. Ich würde trotzdem eventuell trotzdem einsetzen für Schaub. Zumindest für das Auswärtsspiel hier. Dann dürfte er wieder eingesetzt. 0-0. Na gut, auswärts. Wie gesagt, es ist schwierig, außer zu spielen. Und jetzt wieder das Pokalspiel. Richter rutscht wieder raus aus der Mannschaft. Aber ich setze hier mal ein für Hauptmann. Perfekt. Zack, auch so Training kann ich auch machen, ne? Zack. Leider nichts Neues. Angebot für Hector von der PSV Eindhoven. Aber das blockiere ich einfach mal sogar. Weil Hector ist Stütze bei uns. Ne? Sein Trainer Offerte von Nordirland, aber die lehne ich generell ab. Und dann geht's los nach Kiel. Spielerverlust droht. Matthias Lehmann, okay. Dann sind alle Trainer scheint verlängert worden. So, Joris. Der läuft auch schon aus, ne? Ach, schon los von den. Ach, glaube ich, unter 23 doch, glaube ich, dass sie, glaube ich, automatisch da verlängert werden oder so, glaube ich, oder? Okay, also was machen wir mit Matthias Lehmann? Ich würde sagen, ich mache die Fassung mal rein. Auf jeden Fall trotzdem verlängern. Allerdings gibt es eine Rotationsrolle. Tragstor. Sollte ja niemals ein Jahr machen. Wenn es mal ausläuft. Also, so leben wir Leben ab. Habe ich nicht so viel Lust drauf. Oh, jetzt müssen wir wirklich geil vorlegen. Ey, ach du Scheiße, ich hasse das. Versuche mit 8000, gehen wir vielleicht einen Monat von 20.000 oder so. Ich glaube nicht, dass das reicht. Okay, die holen schon mal nicht ab. 8x3, egal, die Spons 51.000. Ja, gut, das ist ein Thema nochmal. Dann wird das schon mal verlängert. Die 23 aber älter sind, fein, vor allem mit anderen Fans zu drehen. Oder an anderen Clubs. Also, kann Jovic nicht verkauft werden, gell? Ja. Das kann man sowieso jetzt nicht verlängern. Ich kann es aber mal zeigen. Jovic kann ich nicht verlängern. Weil er so ein ausgeliehen ist. Ach so. Ach, der ist ausgeliehen. Ich dachte, ich hätte ihn gekauft. Okay. Ach so, dann, na gut. Warum ich den ausgeliehen? Guck ich auf das Virenschutzprogramm. Egal, also. Wahrscheinlich Kiel gegen Köln. Wir schauen einfach mal rein. DFB-Pokal. Ich hoffe, wir können gewinnen. Ich würde gerne eine Runde weiter. Das wäre ein schöner Geldsegen.
Dann können wir auch loslegen hier, zack. Und dann ertönt diese schöne Hymne. Wir begrüßen Sie herzlich und freuen uns auf das. Hier kommt der Tor natürlich. Naja, wie gesagt, ich spiele privat auch. Ist ja nicht so, dass nur ich hier für YouTube aufnehme. Aber so. Na, was ist los? Im Holstein-Stadion. Das war schon das Achtelfinale, glaube ich schon. Ich hoffe, wir können gewinnen. Ist ja nicht einfach. Das ist die Aufstellung von Holstein. Oder gucken wir auf unsere Aufstellung. Von uns. Keine Überraschungen. Alles beim Alten, wie gesagt. Schaube ist wieder drin für Richter. Der auf der Bank sitzt. Glaube ich auch von alleine. Mal gucken, ob wir dann schön gewinnen können hier. Eine Runde weiter. Einziehen können. So, kurz abklatschen, dann geht's los. Köln in Rot, Kiel in Blau. Zu den Farben. Knapp Anstoß. Jetzt kommt die erste Ballbesitzphase mit Lee. Auf der langen Ball schon das erste Foul. Und Sörensen, aber der Schiri lässt jetzt immer wieder eine Ermahnung. Also Freistoß. Ein guter Chipball. Achtung, das war scheiße. Und Horn hat über die Latte. Glück gehabt. So, Achtung. Könnte schon passieren. 9. Minute. Es ist Schmidt. Das müssen wir einfach besser verteidigen. Früher Rückstand hier. Dominik Schmidt, 1-0 Kiel. Wir müssen direkt nachlegen. Also, ich meine, den Ball, das müssen wir mit anfangen. Mit Schaub. Schmidt klärt. Das ist Cossiello. Aber schießen. Also auf den Schuss. Mann. Wichtig ist ja, in der Mittelfeld die Bälle zu holen. Das ist ja Jovic raus aufs Sancho. Doppel da. Jetzt kriegt wieder schnell Ballstein. Höger verteidigt das sehr, sehr gut. Hector. Cossiello war das, glaube ich. Und dann raus auf Jovic. Jovic. Was hier nur? Nein. Wir wollten Köln durchschießen. Wie gesagt, so viel Zeit haben wir nicht. Oh, schlechter Stellungsfehler von Hector. Super Grätsche. Machen wir das Spiel schnell. Genau so. Lang. Jovic 1-1. Aber geht schnell. Sancho und Jovic und Jovic 1-1. Das ist wichtig. Das ist brutal wichtig, dieser Ausgleich. Schöne Flanke von Jovic. Sancho. Jovic macht sehr, sehr schön rein mit dem Kopfball. Ich glaube, es wieder davon Schmidt wieder. Und Jovic dann mit dem Kopf. Zur Stelle, köpfe ihn rein. Und Kronholm sieht, glaube ich, auch nicht ganz so gut aus, glaube ich. Aber sehr zentral, glaube ich, sogar kommt. Das ist vor allem von der Perspektive gerade. Naja, 1-1. Und damit alles wieder offen hier. Vielleicht ist erstmal Halbzeit, 2 Minuten Nachspielzeit.
Nimm einen Angriff, aber ich glaube, der kommt wohl nicht mehr. Und mal auf Jovic. Runde Halbzeit 1-1. Haben uns gefangen nach dem Fußtreffer. Erstmal Kontrolle übernommen. Ich hoffe mal, dass ich ein 2-1 machen kann hier. Nämlich ungern in eine Verlängerung. So, Risse. Den Außenverteidiger mit. Wieder Risse. Ja, meine Kackblanke. So, Leverenz. Und dann Meri. Cassiello. Wird attackiert. Warten sogar durch. Okay, Schaub läuft. Aber der Spieler erklärt das gut. Okay, ein Zombie. Von dem Berg. So, das ist wieder von dem Berg. Der Spieler nicht hinterher. Aber der kommt mal ungefährlich für Timo an. 20 Minuten haben wir noch Zeit. Oh, das ist ein Scheißball. Das kann ins Auge gehen, sowas. So, Höger. Kann jemanden anspielen. Hab wieder direkt attackiert. So, Risse läuft, aber ich hab den zu kurz, naja. Also, kämpferisch geht's auf jeden Fall zur Sache. Gut geholt noch. So, Risse. Ja, die Abwehrspieler sind immer schneller. Das muss ich unbedingt FIFA fixen, ey. Das kann nicht sein, dass das Abspiel immer schneller ist, ne? So, Risse fällt mal mit einer Flanke. Sancho. Da kommt Höger. Eckball. So, ich bin Richter für Cosiano, der ist viel gelaufen. Flanke kommt direkt auch von Richter. Und ein Koffer von Sörensen, aber Kronholm. Pariert. Dann geht's direkt schnell. Jetzt bloß kein Gegentreffer noch. Oh, gut geholt von Schaub. Da ist ganz, ganz viel Platz für Risse. Risse, Risse. Macht er es oder macht er es? Nee, er macht's nicht. Kronholm verrät sehr stark. Der muss rein. Ecke, da ist Richter. Nochmal rein von Schaub. Jovic und da ist Subiech. Ja. Komm ich aufs Tor. Verlängerung in Kiel. 1-1. Aber durchatmen. Nochmal 15 Minuten. Vielleicht klingt einmal schafft auch noch den Lucky Punch hier. So. Wieder Kiel. Das ist giert. Müssen wir mal schnell gehen, genau so, da ist Richter, Richter! Gut attackiert, Tommy Richter! Ich hab ein bisschen spekuliert, dass er überhaupt rausläuft. So, ich bringe jetzt Clemens für Schaub. Oh, Schaub war sehr platt. Und vielleicht kann da Clemens noch ein paar mehr Akzente setzen. Kein Zombie. Oh, das ist ein schöner Fehlpass. Das müssten wir eigentlich besser nutzen. Ah, verdammt. So, oh, der sollte zu Risse. So, jetzt aber. Sancho 2-1 Köln. 109. Minute. Schön rausgespielt. Profitiert von einem Fehler der Kieler. Und dann geht er ganz schnell. Bisschen über Umwege. Ah, die Führung ist da, Spiegel dreht. Kona motiviert seine Mannschaft nochmal. Das wird eigentlich schon vorher zu Risse, aber so kann man es auch spielen und dann ist er natürlich nicht mehr sein. Steht hinterm Ball. Und muss nur noch einschieben. Perfekt. 1-2, 105. Minute. Sehr schön. Das war Pause hier. Jetzt ist die zweite Hälfte der Verlängerung, vielleicht wollen wir doch noch mal wechseln. Ich bringe mal drei Runden für Jovic. Und Drexler für Sancho.
Können auf jeden Fall jetzt wechseln im Pokal. Es hat ja auch eine neue Spieler im Spiel drin jetzt. Neuer Stimmertyp. Richter, Risse. Langer Ball, ja, aber mit dem Drechsler. So, ah, Clemens kommt zu spät, ja, ist gelb. Muss ich mal direkt gelb ab. Christian Clemens. Ich wollte den Ball spielen. Aber hat nur den Kieler getroffen. So, das ist Lee. Bin ich so richtig angegriffen. Boah. Mega Chance. Weil ich den Ball nicht wegbekommen. So, ah. Oh, oh, oh. Mal den Ball wegknopfen und dann den Schluss in Kiel. War schwierig, aber wir gewinnen mit 2-1. Und haben es gepackt. Geil. Hier nochmal die Noten für euch. Und dann, ja, war ausgeglichenes Spiel, aber wir haben Chancen gut genutzt. Und mal gucken, gegen wen es dann geht. Das sehen wir euch dann am nächsten Tag. So, Stimmung kurz mal. Sie, ach man, das geht auch nicht so richtig gut. So, DFB-Pokal. Es geht also gegen VfL Wolfsburg. Deshalb ist erstmal der Außenseiter. Guck mal, kein Dortmund und kein Bayern in der Viertelfinale. Er ist bis zum Pokal richtig offen, wie Pokal gegen FIFA. Das ist doch ein Bayern aufs Aufscheiden. Da ist immer so Überraschungsmannschaften immer so dabei. Also zum Beispiel hier Duisburg, das ist bei Bochum. Ich glaube, es sind drei Zweitligisten, ne? Ja. Und dann hat man noch Schalke, Hannover, Hertha und Mainz und Wolfsburg. Ich glaube, auch nicht die Mannschaft, die so immer oft auf dem Zettel hat, so weißt du. Bei allem Respekt natürlich. So. So. Bochum. Können gegen Bochum, schönes Derby vielleicht nochmal. Können auch 4-0, aber oh, jo, ich war sie verletzt. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, ey. Okay, 7 Tage, ja gut. Es ist sowieso erstmal Winterpause. Da ziehen wir mal in die Transferphase rein. Wir haben noch ein Spiel gegen RG Magdeburg. Das machen wir nochmal. Situation geht sogar relativ fix hier auf dem PC. Ist auf Xbox viel, viel schlimmer. Das war das ewig. So, doch, den Verein verlassen. Genau, der ist gewechselt. Christian Hasenbeck soll einen Vertrag auflösen. Roller nach Hamburg. Scouting Update. Albert Albrecht, ja, besser Name. Torben Fischer. 80er Potenzial. Reicht nicht. Erich Fischer, ein 70er Potenzial. Daniel Ziegler mit einem 89er Potenzial. Das wäre mal ein schöner Spieler. Moritz Wulte. Den Kleinen. Der Mauer sind wir rum. Nicht so das Beste an Jugendspielern, was wir kriegen können. Also Tobias Hase, oder ne, es war Christian Hase, ne? Hat natürlich ein 94er Potenzial. Na guck mal, nehmen wir mal, oder? 58, ja gut, brauchen wir viel Training. Tobias Hase. Auch mal ein 95er Potenzial bis 94, Junge, der wäre krass. Da sagen wir nicht meckern, dann lassen wir erstmal noch drin. Und dann den Ziegler. Das war erstmal noch drin, wieso erst noch erst 14, ne? Gut. Dann nochmal gegen Magdeburg. So, 3-0, sehr, sehr schön. Perfekt, da steht um Tore, ist auch gut für die Differenz. Das ist die Tabelle der Hinrunde. Aber unser 1000 ganz unten. Wir sind aber mit 15 Punkten Vorsprung auf Platz 1, 16 Siege. Aus 18 Spielen, 15 Punkte von HSV. Und du kann man 4 Gegentore kassiert, ne? Das ist immer richtig krass. So, und dann, ja. Gucken wir mal nach Christian Hase. Das war, glaube ich, ein ZM.
Der müsste, glaube ich, hier links haben, ne? Das hat er noch nicht stehen, ne? Genau. Dann mal kurz mal hier das Dings aus der Hose. Das Trikot. Hase. Zack. Vielleicht neue Schuhe. Die. Stutzen passend. Perfekt. Dann gibt es vielleicht in der nächsten Folge neue Trainingseinheit. Aber ich würde sagen, ist erstmal gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir gucken kurz nochmal Kalender. Wir haben ja ein Pokalspiel hier. Eigentlich eine schöne Transferphase. Da würde ich vielleicht Transfers zum Basen machen und das Spiel gegen Union. Dann nächste Folge zocken. Dann in der übernächsten Folge irgendwann hier weiter mit los hier. Ne? Also nächste Folge noch Transferphase und das Spiel gegen Union. Und damit ist es gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Positives und da. Abonniert den Kanal, wenn ihr da wirklich Bock habt. Aktiviert die Glocke, wenn euch was nützt. Und folgt auf Instagram und Twitter, wenn ihr dran habt. Und dann ciao.